Tod-im-Perles-Ausstellung ist die zweite Ausstellung, die wir dieses Jahr nach Ende der Pandemie machen. Tod-im-Perles ist ein Künstler, ein chilenischer Künstler, der in Berlin lebt. Der Inhalt seiner Kunst ist das Thema Mensch und Tier und die Verbindung damit, plus alles, was in der pulsierenden Stadt Berlin begegnet, versucht er in seinen Bildern einzuarbeiten. Durch die Farben spricht es sowohl auch jüngere Menschen oder auch Kinder an, aber die Komplexität und die Themen, die er da verarbeitet, sind dann doch auch vielschichtig und man kann immer wieder was entdecken darin. Allein schon die Bildgewalt von diesen großen Gemälden beeindruckt jeden und die Farben sind natürlich toll. Kunst für mich ist eine Frage, die ich so direkt gar nicht beantworten kann. Ich glaube, dass jeder Mensch auf der Welt ein Kunstwerk für sich ist und Kunst ist für mich Schönheit, Freude, Leben und Kunst definiert sich aus der Sichtweise des Betrachters.